for the top position from the United States for two students at two different levels of German to go to Freiburg, Germany next summer to compete against students their own age internationally. I believe there are going to be 60 different countries represented from all over the world where German is taught. Die Schüler haben sich zuerst angemeldet bei der Internationale Deutsch-Olympiade und sie haben an einer Online-Runde teilgenommen. Das heißt, sie haben über eine Woche lang ganz viele Aufgaben gelöst, zum Beispiel Hörverstehensaufgaben, Leseverstehensaufgaben. Sie haben ein Video eingeschickt und da haben wir aus allen Einsendungen die besten 14 ausgewählt. Das Goethe-Institut Chicago ist zuständig für die 14 Staaten auch um Illinois herum. Das heißt, das geht von North Dakota bis South Dakota, Michigan, Ohio, Wisconsin. Und mit all diesen Staaten arbeiten wir und wir suchen nach Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten können, vor allem im Kulturprogramm, im Programmbereich. Das heißt, wir arbeiten mit Museen in Cincinnati, mit Filmfestivals in Wisconsin oder mit Theatern in Minneapolis zusammen. Und was wir tun ist, wir unterstützen Künstler, Kulturschaffende, die in Deutschland leben und arbeiten, um hier in den mittleren Westen zu kommen. About the test, they're both a little bit more stressful than I thought they'd be, but it was still a lot of fun, and I'm glad that I was able to take part in that portion of it. Yeah. It was very nerve-wracking. You prepare everything, and then once you get up there, it's a totally different thing, and your heart starts beating on your chest. But it's really cool to be in front of friends and family, and like your new friends that you got to learn, and it's cool to be able to show what you've learned. Off your German skills, see how you do.